wie so auf den Eislaufschuhen, stichst du zu, ergreift deine Hand und jetzt was, schaust du zu, bis er irgendeinen Hebel macht, boom. Ganz ehrlich, was würde jetzt hier machen? Aber das würde ich nie den Leuten zeigen, die zu mir kommen. Ihr seht das selber, sogar mein 13-jähriger Sohn sagt, er mag diese abgespielte Sache nicht. Hallo liebe Campusfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute nehme ich zum ersten Mal ein Video am Abend. Meine ich, auf meinem Reisechannel Padma Family habe ich schon einige Videos, vor allem unseren Reisen, am Abend gedreht. Aber ich glaube, für Padma Sports noch gar nicht. Aber ich war heute bei meinem Tischler, der mir die ganzen Produkte herstellt, weil ich wieder ein paar neue, sehr gute Ideen habe. Einige Produkte sind schon einfach weg. Gibt es nicht mehr, vor allem diesen einen muss ich immer wieder neu bestellen. Ja, das ist absolutes Highlight. Erstens einmal gut fürs Training als Karambitersatz. Zweitens sehr gut für die Verteidigung. Sehr leicht, sehr hart und kannst verschiedenen Punkten angreifen und Angriffe richtig wehtun. Heute mache ich ein Video über einen, den nennt sich irgendein persische Bodyguard. Keine Ahnung, habe mir da ein Video ausgesucht, weil mich schon einige Leute dann auch angesprochen haben, ob ich ein Video darüber machen könnte, was ich von ihm halte. Ist das echt? Ist das nur Hollywood und so weiter und so? Ihr wisst, Leute, mir ist das sehr wichtig. Diese ganzen Leute mag ich nicht, die irgendwelche Videos machen, wo man sieht, dass die ganze Choreografie und alles abgespielt ist. Ja? Ich mache solche Sachen und stelle ich auch nicht auf YouTube oder Facebook oder sonst irgendetwas. Das zwar schaut das schön aus, kannst du aber eben 14-, 15-jährige Möchtegern-Kämpfer begeistern. Aber nicht mich. Derjenige, der schon ein bisschen was erlebt hat, weiß, dass da einige Sachen nie im Leben funktionieren. Man kann sich ein Video oder einen Film mit Jason Statham, John Wick und so weiter anschauen, aber in der realen Welt weißt du, dass das nicht so funktioniert. So wie die manche, die zu mir kommen zum privaten Training und dann am letzten Tag sagen, du Marek, ich würde gerne auch noch schießen gehen oder wenigstens ausprobieren. Und dann sehen sie selber, wenn sie von 5 Metern nicht einmal die Scheibe treffen, dass das nicht so ist wie in John Wick, wo man so super jeden trifft und so weiter. Und genau dasselbe ist im Kampf oder Kampfsport oder Selbstverteidigung. Ja? Da gibt es einige selbsternannte Gurus, die sich für die Besten der Welt halten. Aber ich zeige euch heute auch ein paar, sozusagen am Anfang ein paar Ausschnitte, ja? Mit Musik. Und dann gehe ich zu den einzelnen Elementen und sage ich meine Meinung dazu. Viel Spaß. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ihr könnt mir gleich sagen am Anfang, was hältst du von dieser ersten Technik? Ich muss euch sagen, okay, das am Anfang kann noch funktionieren. Aber das, was danach folgt, ist schon meiner Meinung nach nur eine reine Choreografie und funktioniert, solange der Gegner stehen bleibt. Weil ein Ziel, der sich nicht bewegt, ist leicht zu treffen. Ein Ziel, der sich bewegt oder schnell bewegt, ist nicht so leicht zu treffen. So haben wir auch früher trainiert, das war uns sehr wichtig. Ja? Schaut euch das nochmal an. Okay, er geht dann noch weiter, macht verschiedene Drehungen und so weiter, aber schaut euch das nochmal an, das heißt am Anfang, okay, dieser Schlag aufs Ohr und so weiter, Uppercut, der Schlag aufs Ohr, sehr gut. Ein Ohr ist sehr gutes Ziel, um den Gegner K.O. zu schlagen oder wie auch immer. Aber das, was danach kommt, das so reinsteigen und so weiter. Okay, lassen wir noch gelten, soll es meiner Meinung nach funktionieren. Aber schaut euch jetzt die nächste Technik an. So,
jetzt haben wir eine Schusswaffe gesehen, ja, jetzt kommen wir auch noch zum Messer, wartet nur ab. Das heißt, wenn dich jemand bedrohen oder erschießen möchte, passiert sehr, sehr selten, dass vor allem, wenn du siehst, so irgendwelche à la Killer oder Profi-Kämpfer, keine Ahnung, steht da keiner so. Noch irgendwie so total verkrampft, so wie der Typ da links. Und dieser hinten mit der Maske, der steht einfach nur so und wartet auf das Signal des Klopfen an der Schulter. Ja, genau. Das heißt, ein Klopfen zuerst auf der Schulter, da weiß selbstverständlich das Opfer, dass er jetzt mit Ellenbogen schlagen muss, dann muss den vorne entwaffnen und dann stürzt er sich voll wieder auf den mit dem T-Shirt, den gibt ihn einem in der Waffe und schießt dann bam, 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 bam und schießt da und dann schau genau. Das da, was es zum Schluss gemacht hat, und das schnelle Schauen, das ist immer gut, dass du siehst, ob nicht andere Gegner dabei sind. Aber dass es in der Wirklichkeit so funktionieren würde, ist für mich nur reines Hollywood. Ja, aber es geht noch weiter. Habt ihr wieder gesehen, dass es immer mehr zu einer Choreografie wird für ein Video. Er geht so quasi vorbei, er hat ihn geschützt, enthält ihn da hinten. Jetzt kommt der mit einem Schlag, selbstverständlich, er dückt sich und kriegst du quasi der andere hinter ihm diesen Schlag. Ja, das ist so wie in den Filmen, man sieht das oft. Ja, genau, unten, bumm, habe ich oft bei Bud Spencer gesehen und Terence Hill. Dann drehst du dich, ja, der kriegt er wieder diesen Schlag von unten, ja, das kann immer funktionieren. Das meine ich auch nicht. Auch dieses Trend von der Hand und so weiter kann auch funktionieren. Aber nicht in diese Reihenfolge, ja. Und jetzt kommt noch was, was meiner Meinung nach auch nicht funktionieren würde. Vor allem, ich glaube, er hat nicht mehr wie 55, 60 Kilo, der andere hat sicher 100 Kilo. Und diese Drehübung und dann kriegt er ihn so schön gedreht, zum Boden mit so einer Pirouette und selbstverständlich da das Halten kann funktionieren, wie auch immer, ja? Leute, jetzt kommt aber eine Messertechnik. Schaut euch das einmal an. Das heißt, man sieht, er zieht das Messer, boom, er klammert, ja, dann ganze Zeit mit der linken Hand macht er gar nichts, ja, das würde selbstverständlich Angreifer nicht machen, und dann kontrolliert er ihn, da kommen noch ein paar Schläge, verliert das Messer und dann macht er ein Salto nach unten. Auf der Straße, selbstverständlich, wenn dir einer mit Messer angreift, mache ich noch ein Salto nach hinten, damit ich besser deine Hand hebeln kann und kontrollieren kann. Leute, ich blende euch kurz ein Video von mir, was ich gemacht habe bei einem Seminar, das war bei Frank Fuchs in Deutschland. Ich mache jetzt aber keine Seminare mehr, weil immer wieder fragen die Leute müssen zu mir kommen, wenn ausgebildet werden, wir haben es mehr davon. Einreden, du kannst immer weglaufen oder du kannst alles entwaffnen, weil das ist so schnell und der Hals ist aufgeschlitzt. Die Stiche, da rede ich gar nicht. Und vor allem, die vergessen immer die linke Hand. Die konzentrieren sich hier, dass er irgendwas entwaffnet. Und diese linke Hand, was ist jetzt? Wenn ich sehe, wird er dann bam, bam. Und dann komme ich ins Recht. Jetzt warte ich nicht, ich will ihn abstechen. Jetzt warte ich, bis er mich da entwaffnet. Und dann warte ich so hier. Wenn ich sehe, er greift mir die Hand. Ach, scheiße. Bam, bam, bam. Wow, wow. Dann komme ich ins Recht rein. Einige Sachen, einige Techniken, ich würde sagen so 98% Techniken funktionieren auf der Straße. Ja? Zweitens, du siehst das Messer gar nicht kommen. Ja? Das ist jetzt nicht so wie hier beim Training, okay, du stehst da und jetzt kannst du dich darauf vorbereiten. Ja? Du stehst du da, ich hab eventuell die Hand hinten, ja, und du merkst gar nicht, du passt nicht auf, bumm, die Sache ist schon erledigt. Bum. Was willst du da jetzt machen? Wie willst du jetzt so schnell reagieren? Die Sache ist erledigt. Bum. Hier, okay? Was willst du da jetzt machen, okay? Jemand kommt. Und da sage ich, wenn jemand mit einem Messer zustimmt und ich merke, du greifst meine Hand oder willst du da irgendwas machen, dann der andere, der Angreifer ist auch nicht dumm. Entweder er blockt dann deine Hände mit links und kommt dann oben, selbstverständlich benutzt er auch seine Körpermechanik, um leichter aus dem Messer rauszukommen, eventuell gleich schneiden, wenn das Messer drehst. Zweitens,
Wenn dir jemand diese Hand festhält, dann warte ich nicht so wie er da im Bild. Mit linke Hand ist einfach daneben und warte ich, bis er irgendwelche seine choreografische Meisterleistung vorbringt, sondern komme ich mit Schlägen. Oder ganz ehrlich, was würde Zier machen? Wenn du, wie sag mal, du bist der Aggressor, stichst du zu, er greift deine Hand und jetzt was, schaust du zu, bis er irgendeinen Hebel macht, boom! Oder komme ich mit links, um mich zu befreien und vollenden, was ich vorhatte, ja? Aber das da hier, niemals, niemals würde das so auf der Straße funktionieren. Und dass ich dann, dass er irgendwelche Saltos machen kann, ist super. Ich möchte das auch können, eventuell, oder irgendwelche Dreckigs. Aber das würde ich nie den Leuten zeigen, die zu mir kommen oder bei Seminaren. Aber jetzt schauen wir uns noch die letzte Technik an, weil dann reicht es auch wieder. Man sieht Leute, er kann super springen, Saltos machen und so weiter. Aber was er sehr gut kann, man sieht diese ganzen Sachen, die vorher abgespielt worden sind, wahrscheinlich 100 Mal, damit das fürs Video klappt. Ja genau, diese ganze Zeit, wenn mich einer attackiert, mache ich eine schöne Drehung mit dem Körper, wie so auf den Eislaufschuhen. So quasi, der kann mich dann gar nicht treffen, ja, wie in Matrix. Und ja genau, dann das da hier, ja. Und genau. Und wenn mir jetzt einer sagt, dass das da hier alles nicht abgespielte Choreografie ist fürs Video, damit das schön aussieht. Selbstverständlich, diese Hebel-Sachen funktionieren. Ja, aber bis du einen da reinbringst, nach so vielen verschiedenen Schlägen und so weiter, selbstverständlich, jetzt hole ich das Handy, ja, und dann rufe ich die Polizei oder mache ich ein Selfie, wie auch immer. Leute, noch einmal. Ich kann nur ein Reaktionsvideo machen, nur von diesem einen. Ich habe mir andere Sachen gar nicht von ihm angeschaut. Habe ihn schon einmal gesehen auf Facebook und so weiter. Mich persönlich kann er nicht beeindrucken. Ist es egal, was die Leute jetzt reden. Oder die sagen, Marek, du hast keine Ahnung, ich war schon bei ihm. Oder ich finde ihn super, das funktioniert sehr wohl und so weiter. Wenn es bei euch allen funktioniert, bin ich super. Bravo. Bin ich sehr froh darüber. Wenn zu mir die Leute kommen, da gibt es keine abgespielte Sachen. Egal ob wir mit Stock trainieren, das sind alles durchgezogene Sachen. Egal ob wir mit Tomahawk trainieren, ob wir mit Messer trainieren, da wird richtig angegriffen. Da werden dir Ziele vorgezeigt. Du musst zustechen, schneiden und so weiter und so fort. Oder wenn ich, jetzt ist das selber, sogar mein 13-jähriger Sohn sagt, er mag diese abgespielte Sache nicht, er mag nur Drills, wo er nicht weiß, von wo ich komme. Ja, am Anfang machst du das in gewisser Reihenfolge, danach attackiere ich und er muss einfach nur reagieren. Egal ob waffenlos, mit Stock, Messer und so weiter. Und er sagt, das macht ihm Spaß. Er mag diese Sache nicht, wo man schon vorher weiß, was kommt. Und das wird dich auch nicht besser machen oder dich auf die Straße vorbereiten. Oder glaubst du, dass wenn Boxer oder Kickboxer, Thai-Boxer in einen Ring kämpft, er weiß, von wo die Schläge kommen? Ja, wenn es jemand Pratze vorzeigt. Aber nicht, wenn der andere ihn genauso wehtun will, ihn K.O. schlagen will. Da kommen auch keine abgespielte Sachen. Warum glauben manche, dass dann auf der Straße abgespielte Sachen kommen? Warum glauben viele, dass dann auf der Straße so funktioniert? Ist ja noch viel schlimmer. Da ist kein Schiedsrichter, da ist keiner, der den Handtuch wirft, dann, damit der Kampf abgebrochen wird. Da wird die Runde auch nicht 3 Minuten dauern, es ist wahrscheinlich 3 bis 5 Sekunden. Im besten Fall kommen nicht noch Freunde dazu, die dir noch gegen deinen Kopf treten und so weiter. Das kapieren viele Leute nicht und dann zeigen solche Sachen. Noch einmal, vielleicht ist er wirklich gut, hat das nur fürs Video gemacht. Aber ich persönlich, nur um die Leute zu beeindrucken oder dass die kommen zu ihm und trainieren. Aber ich würde das nicht einmal für ein Video machen, weil meiner Meinung nach ist das alles nur reine Big Show und nichts anderes. Ich habe einfach meine Meinung gesagt, ihr habt euch das gewünscht. Ich wünsche Leute allen einen schönen Tag. Lasst euch von niemandem verarschen. Lasst euch aber auch von niemandem Angst in euer Kopf einpflanzen, egal was das ist heutzutage. Ja? Egal ob das der Coronavirus ist, egal was das ist, lasst euch bitte nicht verarschen und für dumm verkaufen. Ja? Und schon gar nichts, was gefallen. Zeig einfach Stärke. Ja? Ich wünsche euch alles. Ciao, Marek.